Willkommen zur neuen Videoreihe Preisszenarien. In dieser Preview werde ich kurz vorstellen, was euch in den kommenden Videos erwartet. Ich habe einige Energieanbieter, die haben Energiemix hier auch mit erneuerbaren fossilen und atomaren Energiequellen. Und da möchte ich die Anbieter einfach mal durchschalten mit Drehfeldern und möchte mir anschauen, hier zum Beispiel in dieser Pivot-Tabelle, welche Kosten in welchen Bereichen entstehen. Und ja, das Ganze arbeitet hier auch mit einer versteckten Preistabelle. Ich sehe hier gerade nicht meine vier Anbieter. Ich möchte einfach mal unvoreingenommen vielleicht durch die Angebote durchschalten. Ja, das erwartet uns in den kommenden Tutorials. Da geht es einmal um die Pivot-Tabelle, wie die sich mit Klick auf die Drehfelder aktualisieren kann. Da geht es ums Verstecken von Daten, von Tabellen, und auch wie man damit wieder drankommen kann. Also wirklich verstecken lässt sich nichts. Und ich arbeite hier auch mit Zellschutz, Blattschutz und benannten Bereichen. Insgesamt also wieder ein ganz breites Paket und viel Spaß beim Nachbauen der Datei.